Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witcher 3. So, ich stehe hier vor diesem verschlossenen Tor. Ich weiß nicht mehr, wann und wie und warum und wie das aufgeht und so. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder weg. Okay, wir machen jetzt diese Quest, die uns angezeigt wird. Das ist nämlich nicht mal die Hauptquest. Nur irgendwelche Ausrüstungsschema für die Weapon-Rüstung sollen wir hier sammeln. Also warum nicht? So Nebenquests können wir eigentlich schon erledigen. Ich weiß gar nicht, warum ich in der letzten Folge eigentlich nur so Fragezeichen abgeklappert hat. Macht doch eigentlich eh Sinn, wenn man das kombiniert, so ein bisschen Hauptquest mit Abklappern. Okay, dann teleportieren wir uns hier hin. Und dann haben wir eh ein Stückchen zu reiten. Zu unserem Missionsziel. Aber mit Plötze geht das schon. Schade, dass man Plötze nicht so richtig upgraden kann. Also ich meine jetzt so mit... Na, albern. Irgendeine blöde Idee. Ist schon gut. Ist schon gut, so wie es ist. Mit ein bisschen Ausrüstung, das reicht schon. Ah, haben die Macher von Witcher nicht mal... Die haben, glaube ich, zum Spaß mal so einen Fake-DLC angekündigt, wo es um die Backstory von Plötze geht. Wo dann so die Story vom Pferd erzählt wird. Und ich hätte die Idee total super gefunden. Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Finde ich auf jeden Fall echt witzig. So, da lang müssen wir. Genau. Den restlichen Weg findet er, glaube ich, alleine. Dann können wir währenddessen auf dem Pferd sitzen und ein bisschen rohes Wolfsfleisch essen oder so. Nom, 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 nom. Oh, wartet mal. Stopp, 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 stopp. Wir sind aufgestiegen. Wir können bei Charakter nämlich jetzt ein bisschen hochleveln nochmal. Genau, wir haben jetzt auch... Ja. Hilfe. Ah ja, wir haben jetzt auch einen Mutagenplatz, genau. Dann packe ich da den mal rein. Mehr Vitality ist gar nicht so schlecht für den Anfang. Genau, und jetzt sollten wir hier halt was Grünes reinmachen, weil dann freut sich das und dann kriegen wir mehr Boni. Ich kann mich wieder erinnern, okay. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich was Grünes jetzt extra deswegen lernen will. Die Fähigkeit, ach so, wenn, dann müssen wir hier unten schauen. Mal schauen, weil so mit Alchemie bin ich gar nicht so der Fan davon. Erhöht den Überdosis-Schwellwert von 75 auf 80%, bla bla bla. Auf Klinge verwendete Öle. Bomben. Jedes erlernte Alchemie-Rezept der Stufe 1 erhöht die maximale eigene Vergiftung um 1. Bei einer Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner zu einem Konter ansetzt. Ich weiß es nicht. Nee. Ich will lieber hier ein bisschen weiter leveln. Machen wir doch Igni noch ein bisschen stärker. Ab wann geht das? Ab 5. Ja, aber man könnte das schon... Ach so, nee. Warum kann ich das nicht höher? Ich dachte, ich kann das noch erhöhen. Aber wie denn? Ah, hier auf Viereck. Jawohl, verbessern. Nochmal verbessern. Und nochmal verbessern. Jetzt habe ich schon eine ziemlich fette Rüstungsschmelze. Jetzt bin ich ein bisschen doof, weil jetzt habe ich einen Platz, den ich überhaupt nicht besetzt habe, den ich besetzen könnte. Aber so ist das Leben manchmal. Dafür haben wir jetzt einen super guten Igni-Zauber und reiten jetzt weiter. Das nächste Level kommt bestimmt. Schon bald. Bleib ein bisschen auf der Straße, vielleicht Pferd. Oh, ich kann mich erinnern. Komm jetzt. Ich glaube, ich werde da hingehen, aber es ist echt gefährlich. Ich kann mich echt erinnern. Ich werde hier mal speichern, weil das ist ein bisschen gefährlich, glaube ich. So, wir brauchen die hier auf jeden Fall. Ah, da kann ich mich noch erinnern. Die ist ziemlich hochlevelig. Wir treffen hier nämlich eine Mitternachtserscheinung oder so. Zumindest irgendeinen Geist. Jetzt schaue ich mal kurz in unser Glossar, in unser Bestiarium. Da bräuchten wir Mondstaubbombe, Geisteröl. Mhm. Geisteröl macht Sinn, das hätte ich mir denken können. Aber ob ich das herstellen kann, ist wieder die Frage. Bombe auf jeden Fall nicht. Und fürs Geisteröl bräuchten wir noch 3 Arenia-Blumen.
Die werden jetzt nicht zufällig hier irgendwo rumstehen, schätze ich mal. Schade. Na gut, dann versuchen wir es auf die altmodische Witcher-Tour. Also draufhauen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh, Stufe 7 ist nämlich schon krass. Aber das ist auch was anderes. Au. Au. Okay, aber den haben wir jetzt ein bisschen gut ausgeteilt. Da waren ja die Neckarschlibber. Wo ist er denn jetzt hin? Na gut, jetzt holen wir uns erstmal den Ort der Macht. Kriegen wir nämlich ein gratis Level ab. Und hier gibt es ganz viel Blumen zu pflücken. Auch nicht schlecht. Sollte ich wirklich mehr? Ich sollte mehr Blumen pflücken, weil mir fehlen ständig Zutaten für alles Mögliche. Das ist nicht gut. Sag mal, schauen, warum dieser Schrein da oben so unauffällig beleuchtet ist. Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Ferrieres. Der kinderlos in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd nach einem Schlaganfall verstarb. Auf der Jagd an einem, nicht auf der Jagd nach einem. Das wäre ein bisschen komisch. Möge Melitele ihm seine Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. Was hat er denn gemacht? Okay. Haben wir uns den jetzt eigentlich geholt? Das flackert noch so komisch. Nee, ich muss da länger draufbleiben. Ich drücke immer nur einmal kurz, aber... So, Igni-Zeichen-Intensität wurde erhöht. Ach, Quatsch. Hau doch mal die Tür hier ein, da kann man doch auch ein Schwert nehmen, oder? Ja. Sieht nicht so cool aus, aber es geht. Dann ab in die Gruft. Ich habe überhaupt keine Angst hier drin. Alles ist gut. Komm mal ein bisschen näher, Erscheinung. Au. Jetzt haben wir sie. Mist, jetzt ist das Zeichen wieder weg. Okay. Hätten wir. Ich mach mal ein bisschen mehr Licht hier drin. Oder auch nicht. Doch. Na komm, mach halt. Ich verstehe nicht, warum er... Manchmal mag er die Fackeln nicht anzünden. Und manchmal, wenn man looten will, macht er die ganze Zeit irgendwelche Kerzen auf irgendwelchen Tischen an und wieder aus. So ist er halt, der Geralt. Der hat seinen eigenen Kopf. Aber ich mag es einfach gern ein bisschen beleuchteter in meinen Gräbern. Ich finde es ja eigentlich, also so erzählerisch ist es natürlich total cool, dass die Fackeln hier unten nicht brennen, sondern dass man die anmachen kann. Und ja, kann. Weil, warum sollten die an sein? Macht überhaupt keinen Sinn. Hey! Gildorfer Schwert. Cool. Oh, da haben wir ein bisschen ordentlichen Loot gefunden hier unten. Ah, und ein Questgegenstand. Ach, hier war zufällig auch das Vipern-Ding. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, aber das war unser Quest-Aufgaben-Dingens. Na guck, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich dachte mir nur, ich hole mir den Ort der Macht. Und derweil ging es hier noch weiter. Und wir haben jetzt unsere kleine Quest auch erfüllt. Ja, aber wie oft sollen wir denn noch ernten, Geralt? Wir können den doch nicht immer wieder einsammeln, nur damit dein Medaillon der Macht nicht mehr vibriert. Irgendwann muss auch mal Schlucht sein. Hier vielleicht? Wollen wir hier hin? Ah, oder gehen wir da hoch, wenn wir schon hier sind? Wenn wir hier kommen wir nie wieder hin, dann sollten wir jetzt gleich hier hochgehen.
Ich sehe außerdem, dass wer über die Kante hüpft, dass hier hinten noch was ist. Ach so, Moment, das war unten. Aber das ist schon abgeerntet, glaube ich, oder? Ja, ja, das ist schon abgeerntet. Ich muss nochmal auf die Karte schauen, ob das wirklich abgeerntet ist oder ob ich da was übersehen habe. Das hier. Bewachter Schatz. Habe ich da echt einen bewachten Schatz unten übersehen und nicht gelootet? Jetzt muss ich nochmal runter in den Keller. Also in die Gruft. Das sollte angeblich hier irgendwo sein, dieser bewachte Schatz. Ich kann hier ein bisschen Licht machen, aber ein bewachter Schatz ist deswegen auch nicht hier. Also ich glaube, ich habe den schon geplündert. Ich weiß nicht, warum mir der noch angezeigt wird. Ich behaupte einfach, ich habe den... Wenn irgendwer fragt, dann habe ich den geplündert. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir wirklich irgendwas Cooles Neues gefunden haben, inventarmäßig. Also so schwertmäßig und so. Nope. Und wie sieht's mit den Handschuhen aus? Ach ja, die hier, die würde ich mir schon anziehen. Stehen ihm auch ganz gut, unserem Witcher. Okay. Dann weiter geht's. Oder muss ich hier irgendwo anders hingehen? Der bewachte Schatz lässt mir jetzt keine Ruhe. Aber nee, nee, wird schon passen. Ah, jetzt schaue ich nochmal kurz zu unseren Quests. Ob wir eigentlich noch Sidequests, Nebenquests haben überhaupt. Gut, die Gwent-Karten werden wir nicht machen können. Und sonst haben wir jetzt gerade wirklich nur die Hauptquest. Hey, hallo. Schön mal irgendwas zu treffen, das mich nicht umbringen will. Aber jetzt gehe ich wieder tief in den Wald, wo wieder Sachen auf mich lauern, die mich umbringen wollen. Aber so ist es halt mal. Ah, wir haben übrigens schon wieder ein Level-Up. Charakter. So, vielleicht sollte ich auch mal Nahkampf auf Nahkampf skillen. Das ist nämlich nie verkehrt. Zum Beispiel Schaden des schnellen Angriffs um 5% steigern und Adrenalin gewinnen. Das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Deswegen holen wir uns die auch mal. Damit wir ja keinen Vitalitätsbonus mit diesem grünen Mutator kriegen. Wie heißt denn das im Deutschen? Mutator. Ein Veränderer. Eine Mutation ist das einfach nur, oder? Okay. Oh, was haben wir denn hier? Leichenfresser. Ich nehme mal Igni. Ich höre Wölfe heulen. Ich hoffe, die mischen sich jetzt nicht auch noch ein hier. Okay, den haben wir es gezeigt. Die fressen so schnell keine Leichen mehr. Die werden höchstens von Leichenfressern gefressen. Fressen Leichenfresser tote Leichenfresser? Wer weiß. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Au. Aber erst ziehen wir das Leben aus diesem Ghoul. Oh, eins meiner Schwerter ist beschädigt. Gibt Schlimmeres. So, jetzt komm mal her, du Ort der Macht. Ach, verdammt, jetzt ist hier natürlich wieder ein Monsternest. Ich muss es zerstören. Ja, genau. Aber wie denn? Ah, wir haben was zum Zerstören. Okay, das wusste ich gar nicht. Umso besser. Dann gehen wir ein bisschen weg hier. Und looten mal noch, was da so rumliegt. Al-Ghul-Knochen. Oh, da hinten sind Wölfe. Okay, das hätten wir jetzt. Oh, wo kommst du her? Ich habe gerade euer Nest zerstört. Also wirklich. Okay, Karte, Weltkarte. Hier war doch noch was ganz in der Nähe. Ach, das waren die beiden, alles klar. Gut, dann sind wir hier im Grunde auch mehr oder weniger fertig. Dann machen wir hier das noch. Das geht doch flott. Von wegen 100 Folgen haben wir in 10 Folgen durchgespielt. 100%. Ein Speedrun. Ach Gott, nee.
Gibt es Witcher Speedruns? Würde ich gerne mal einen sehen. Also gibt es hundertprozentig. Aber ein Witcher 3 Speedrun würde mich interessieren. Wenn man wirklich, also so glitchless, ohne Glitches, wenn man einfach versucht, die Hauptstory so schnell wie möglich durchzuspielen. Ich glaube, dass man das sogar einigermaßen schnell schaffen könnte. Auf einem leichten Schwierigkeitsgrad und so, warum nicht? Halt, wir reiten schon wieder der Hauptstory nach. Ich wollte erst da hinten zu diesem optionalen Ding schauen. Ich esse mal noch was und trinke ein Bier. Langsamer. Ich bin so betrunken. Weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Oh, hier liegen Tote. Das ist aber nicht schön. Deshalb, wir müssen da lang, Plötze. Komm. Reißen wir uns mal zusammen. Dann müssen wir unser Schwert mal reparieren. Okay. Bewachter Schatz oder so. Greifen die etwa? Lasst ihr gefälligst beim Pferd in Ruhe. Was ist denn hier los? So, kurzen Prozess. Also wenn jemand Plätze angreift, verstehe ich echt keinen Spaß. Tierliebe hin oder her, ihr blöden Wölfe. Aber so geht's nicht. Looten, looten, looten. Looten. Und nochmal looten. So, und jetzt schauen wir mal, was die hier bewacht haben, die Wölfe. Beziehungsweise... wessen Besitzer die hier umgebracht haben oder so. Okay, einiges. Neue Rezepte, neue Schemata, neue Waffen. Und ganz viel anderes Zeug. Kommen wir auch da noch hinten nach hin? Ja. Alles mitnehmen. Alles einpacken. So, ich glaube, dann haben wir es hier wieder. Ne, hier noch ein bisschen. Noch eine Jägerhose. Sehr schön. Okay. Machen wir das. Aua, jetzt habe ich mich selber angezündet. Tja, so ganz keen, wenn man mit seinem Zauber nicht aufpasst. So, Inventar. Mal schauen, was wir Neues haben. Zwei neue Schwerter, die sind beide lame. Aber eine neue Rüstung. Die hat zwar weniger Rüstungswert, aber erhöht unsere Zauber und so weiter und so fort. Man kann doch bestimmt vergleichen, oder? Wo geht denn das? Huh. Ah doch, hier, auf L2. Mhm. Ja, ich würde die mal nehmen, die neue, oder? Und neue Hosen können wir uns eigentlich auch anziehen. Ah, und wir könnten was in unseren Pullover schmieden. Und zwar noch eine Igni-Verbesserung. Wir machen Igni so mächtig, wir werden die ganze Welt in Brand stecken. Mit unserem Igni. Am Schluss macht man sein Igni-Zauber und dann ist vor einem so eine Schneise mehrere Kilometer weit an Vernichtung und Feuer und so. Ja, okay, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir hier jetzt nochmal Schluss. Ich speichere hier jetzt mal schnell. Im Kampf gefallen wird überschrieben. So, und beim nächsten Mal schauen wir uns hier noch ein bisschen um und dann machen wir, glaube ich, wirklich mit der Hauptstory mal weiter. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.